Was geht ab, YouTube? Ich küsse eure Herzen, wir sind hier live auf Twitch. Wir gucken uns Momo News, Rache, Da Vinci Code, Tumo, Abdallah, Orion, Barello und Ozan und Rocky. Komplettes Video. Ich küsse eure Augen, wir sind live auf Twitch. Kommt gerne in den Stream, ich küsse eure Herzen. Alter, dass du so viel bei mir schlafst, ganze Warum Zeit. Warum versucht ihr jetzt wieder Fitness zu machen, ja? Ich verstehe auch nicht, Bruder, was los? Monika, direkt entfolgen, ich schwör bei Gott. Also, das ist die Vorgeschichte. Guck mal, Abdallah, du wirst sehen. Er hat mir sein Gesicht gezeigt, er steht auf diese Reichweite. Du wirst sehen, Abdallah. Gesicht gezeigt, er steht auf diese Reichweite. Bei Allah hol ich dich. Du wirst sehen, Abdallah. Du kleine F***. Nein, der Mo hat sich da wirklich aufgeregt. Der hat sich da wirklich aufgeregt. Ist krass. Ist krass. Also die Vorgeschichte ist die, Mo hat ein Live-Match gemacht, Bruder. Dann hat er sich da so einen auf eine Flasche gesetzt, weißt du? Und Bruder, das sind doch alles Ehrenmänner und alles Ding und so. Und boah, wie kann man sich auf einen und dies, das und so, Dreddys. Und haben sich dann über den Mo lustig gemacht, ja? Und haben die dann gemobbt, dies, das. Und dann hat der Mo sich gedacht, okay, weißt du was, jetzt räche ich mich. Momo, erzähl mal, was ist die letzten Wochen passiert? Ja, in den letzten Wochen ist es ein bisschen turbulent gewesen, wegen einigen Köpeks da draußen auf TikTok, wurde ich zur Flasche degradiert. Wie lautet deine Antwort darauf? Ich habe mir was richtig Lustiges überlegt. Es wird jetzt etwas kommen, dass diese Köpeks nie wieder Fitten auf TikTok machen werden und von ihrem Höhenflug runtergeholt werden, damit die realisieren, was für Köpeks die eigentlich sind und dass Leute, die zukünftig auf TikTok im Live unterwegs sind, solchen Köpeks auch keine Plattform mehr bieten. Aber was genau hast du denn jetzt gemacht? Als ich vor 10 Tagen in Dubai war, habe ich mit meinem besten Freund Julian eine Instagram-Seite erstellt, quasi ein Produkt erfunden. Da handelt es sich um eine Art After-Spray. Die Sache ist, viele Leute schreiben Fake rein. Ich habe es mir noch nicht ganz genau reingezogen so, weil ich das im Stream machen wollte. Aber ich denke ein bisschen anders. Lass uns erstmal gucken und danach lass mich mal meine Meinung darüber bilden, ja? Oder wie man die Kacke nennt, irgendwas erfunden. Ich habe auf dieser Instagram-Seite Abonnenten gekauft, damit das alles professionell aussieht. Wir haben die Seite mit professionellen Videos und Bildern beschmückt. Auf jedes Bild haben wir Likes drauf gekauft, damit das alles original und wirklich echt aussieht. Wir haben sogar eine Firma gegründet auf Google, dass wenn man die Seite googelt, dass man da auch was findet. Dann habe ich die Köpeks angeschrieben. Wir wollen Werbung für ihn. Er hat dann natürlich direkt geantwortet. Hört euch mal das an. Ja, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Würde mich auf eine Zusammenarbeit freuen. Wollt ihr einen Post oder wollt ihr mehrere Posts? Ich denke, dass man da auf jeden Fall was Interessantes zusammen machen kann. Und so, dann haben wir natürlich noch Barello, Ozan und Rocky nach dem gleichen Schema angeschrieben. Das ist die Werbung von diesen ganzen vier Köpeks. An dieser Stelle, ich weiß gar nicht. Ich denke, bis hier ist alles real. Ob er am Ende wirklich die Pisse da reingemacht hat, das denke ich nicht. Vielleicht bei einem. Was sie sich vorstellen, im Leben würde eine Firma niemals mit solchen Köpex kooperieren. Als sie dann auf den Zug aufgesprungen sind und die uns ihre Summen genannt haben, die Summen werde ich hier nicht nennen, weil ich nicht ihr Brot in Zukunft kaputt machen will, aber die Summen für die, die Werbung machen, ist einfach nur lächerlich. Ein Let's Wiki. Ja, aber jetzt müssen wir aufpassen, der Race. Jetzt kommen wir doch ins Spiel, 144er. Als das bekannt geworden ist, oder ich erzähl's am Ende. Verdient sogar, glaube ich, mehr bei den Kooperationen. Letztendlich haben die uns natürlich alle ihre Adressen geschickt, wo wir unser Produkt verschickt haben, wofür die im Live Werbung gemacht haben und es benutzt haben. Werf mal kurz die Flasche rüber. Aber dachtet ihr wirklich, da ist ein Kolonial drin gewesen? Also hat er eine Firma gegründet oder beziehungsweise den Anschein gemacht, dass er sie gegründet hat und verkauft dieses Kolonial, ja, dieses Aftershave. So. Aber ob da jetzt wirklich Aftershave drin sein soll, das will uns der Mo jetzt erklären, was da drin ist. Ich zeig euch, was wir damit davor gemacht haben. Leute, geht mal alle bei TikTok, schreibt mal Momo sitzt auf Flasche. Momo News, guck mal. Junge, das ist einfach ein Hund. Letztendlich haben die uns natürlich alle ihre Adressen geschickt, wo wir unser Produkt verschickt haben, wofür die im Live Werbung gemacht haben und es benutzt haben. Aber dachtet ihr wirklich, da ist ein Kolonial drin gewesen? Ich zeig euch, was wir damit davor gemacht haben. Was geht ab, Freunde? Kurz vor Weihnachten kriegen viele Leute Geld geschenkt. Die Voraussetzung ist aber, dass man mir ein bisschen in die Flasche reinpisst. Der Flaschenmann, wie ihr mich nennt, der nimmt euch heute Haupts mit einer Flasche. Wollt ihr auf Video drauf? Ich verschenke Geld. Ich könnt euch in zwei verdienen.
Und jetzt müssen die da in die Flasche reinpissen. So, zack, zack, dann hat er auch hier reingepisst. Die Dart, er spendet uns auch einmal seine Pisse. Bis gleich. Der geht jetzt da reinpissen. Wir haben die Dart einmal als Geschenk gegeben. 60er von mir, weil du kennst sie auf der Straße. Bah, die Vorstellung, dass das in euer Gesicht... Aber die Sache ist, ich kenne ja den Mo persönlich. Ich kenne ihn schon so lange, Gerdre, ihr wisst das gar nicht. Also ich kenne ihn ja seit Kindertagen. Und jetzt, die Leute sagen halt, fake, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Boah, Dreis, wenn ihr wüsstet, was für ein Shaitan das ist, gell? Dann habt keine Ahnung, Dreis. Wenn ihr wüsstet, was für ein Shaitan das ist. Vielleicht, weil jetzt kam, ey, das ist Körperverletzung. Das ist versuchter Mord, hat Mo Abdallah hat das rausgeholt. Das ist versuchter Mord und so. Weißt du? Vielleicht kam jetzt ein bisschen Paranoia und der sagt, ja, ja, das ist fake. Oder nein, als ob ich das verschickt habe. Wir müssen gucken, wir müssen für uns analysieren, Dreddys, weißt du? Wir müssen für uns analysieren. Ich sagen würde, ihr kleinen Fitner-Boys, das, 2 Tage für eure Dreckskarriere, das. So. Wer will Geld verdienen? Will jemand Geld verdienen? Wir haben jetzt hier den und den. Ich gebe euch kurz die Flasche. Viel Spaß und bis gleich. Spaß gemacht? Ja, ja. Das sind insgesamt 25 Euro. Aber schon hart. Also ich sag euch ehrlich, ich hätte sowas nicht gemacht, Bruder. Obwohl, ich weiß nicht, Bruder. Weil es wäre schon lustig, Mohams so eine Malmo-Flasche dazu zu... Nein, Spaß. Ich hätte das nicht gemacht, Dreddys. Prozess machen wir natürlich nur mit dem halben Bahnhof, bis alles vollgefüllt ist. Und dann sehen wir uns am Ende. So, Freunde, wir haben jetzt den halben Bahnhof reinpissen lassen. Inklusive meiner Wenigkeit. Weil die beste Formel gehört zum Schluss da rein. Nee, das ist schon ekelhaft, Dreddys. Ich sag euch ganz ehrlich, ich würde das nicht machen. Das ist schon ekelhaft. Wir alles umfüllen und schicken das an die zukünftigen Gesichter. Pisse von gestern. Boah, ekelhaft. Das kommt in eure Gesichter. Ich mal kurz, wie wir das jetzt mit den Flaschen machen. So, jetzt präpariert er die Flasche. Ja, füllt es da rein. So. So, Leute. Aufkleber. So, und den Rest, diese Kratzer und so, das werden wir mit Lösemitteln entfernen. Aber das wird dann quasi so aussehen. Das wird natürlich hier sauber gemacht und alles. So, und diese schöne Päckchen mit den anderen 3 Flaschen, die wir jetzt natürlich auch so sabotieren. Macht das alles fertig. Dann wird es auch sehr schön zur Post gebracht, per Express versendet. Mit dem Karton, der Grußkarte und so weiter und so fort. Und dann gehen diese schönen Pakete natürlich auch raus. Schöne Duft bekommen. Das ist einmal das Label. Hier haben wir auch schon das hochwertige Produkt. Willkommen und hat so ein tolles Paket. Jetzt probieren wir mal Molamo. Das geht natürlich mit Molamo. Molamo. Oh yeah. Oh. Obdachlos vom Man. Oh yeah. Oh shit. Das ist klasse. Immer zu meiner Routine mit dazugehört. Also die Frage ist jetzt. Als dieses Video rauskam, gell? Meinte die Jungs waren angepisst auf Mo? Ich glaube, die waren angepisst, Bruder. Die waren richtig angepisst, glaube ich, ja? Boah, Leute, immer wenn ihr euch rasiert, immer das benutzen, bitte. Poh. Oh, vielen Dank, ganz liebe Grüße. Molamo. Was ist das? Das ist Colonia. Das brauche ich. Welches benutzt du? Molamo natürlich, das Beste. King Molamo. Vorsicht. Deinen Augen, was ein Idee. So, ihr habt euch Tage und Wochen lang über mich lustig. Das war hart, ja? Vor seinen Augen. Was benutzt du? Was ist das? Das ist Colonia. Kann man merkt in seinem Gesicht schon den Plan. Seht ihr das? Das brauche ich. Welches benutzt du? Molamo natürlich, das Beste. King Molamo. Vor seinen Augen, was ein Idee. So, ihr habt euch. Die Sache ist, ob es fake ist, weiß ich nicht. Wir können gleich darüber diskutieren. Ich habe Tage und Wochen lang über mich lustig gemacht, dass ich auf einer Flasche gesessen habe. Ich habe eure Karriere mit einer Flasche beendet. Ich saß nicht mal auf einer Flasche. Ich habe nur so getan, wegen einem Match. Mo, du hast es verdient für deine ganze Respektlosigkeit gegenüber mir, obwohl ich einer der wenigen war, der dich supportet hat bei deinem Kampf gegen Sina. Für wen seid ihr denn heute? Der Bessere soll gewinnen. Aber ich bin ehrlich, ich bin hinter Mo Abdallah. Ich war hinter dir und du warst immer ein Freund von mir gewesen. Hast gegen mich geschossen, um Reichweite zu generieren, wie ein kleines Riesenbaby. Rocky, zu dir, dich nehme ich sowieso nicht ernst. Dich habe ich einfach so mitgenommen, weil du auch frech warst und sogar Videos gegen mich veröffentlicht hast. Obwohl wir privat uns gut auch kannten, ne? Die beiden, die es aber am meisten verdient haben, seid ihr, Barello und Osan. Scheiß mal jetzt. So, jetzt, wir können drüber reden, Dreys. Also, Theorie Nummer 1, die ich habe. Es ist real. Nur, der Mo hätte nicht gedacht, dass es so nach hinten losgeht. Das heißt,
dass die Leute so durchdrehen und sagen, geh zur Polizei, und dass der Mo Abdallah auch direkt zum Anwalt gegangen ist und dass es so einen großen Impact nimmt. Weißt du, also einen auf Shitstorm-mäßig. Und jetzt rudert er selber zurück und sagt, nein, nein, chill, chill, das ist fake, chill, 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 nicht zu den Bullen gehen und so. Das ist Theorie Nummer 1. Theorie Nummer 2 ist, er lässt das so aussehen, als ob es real wäre, aber dabei hat er niemals Pisse verschickt. Aber er lässt die Jungs im Glauben, dass sie Pisse auf sich gesprüht haben, um sie zu blamieren. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich ganz normales Kolonia gewesen. Das ist Theorie Nummer 2. Ich glaube, eins von beiden wird es sein. Doch, ja, ich denke, eine von den beiden wird es sein. Ja. Was ich jetzt selber denke, Bruder, für mich könnte es beides sein, Dreddys. Es könnte sein, wirklich, dass er das nur so aussehen lassen wollte, dass die sich da angepisst, also Pisse ins Gesicht geschmiert haben, und am Ende hat er es nicht durchgezogen, sondern er wollte es nur, dass die Leute sich in der Öffentlichkeit blamieren, dass aus Barello Pipirello wird, obwohl da war eigentlich nie Pisse drinne, aber ihr kennt die Masse mobbt dann und sagt, ey, Pipirello. Das könnte gut möglich sein. Es könnte aber auch anders sein. Mo war wirklich so sauer, gell? Weil ich habe mitbekommen, dass Mo Abdallah ihn als HS beleidigt hat. Und dass Mo so sauer war, dass er sich gedacht hat, Nick, alles, ich piss da jetzt wirklich rein. So, oder ich lass da reinpissen. Und am Ende wurde es jetzt veröffentlicht und alle sagen, Skandal, wie kannst du nur? Die könnten sich Krankheiten geholt haben, du gehst dafür in den Knast. Und jetzt sagt er, okay, okay, chill, 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 es war nur Spaß, war nur Spaß. Nein, nein, Mann, ich hab's gar nicht gemacht. Das ist alles nur, das könnte auch sein. Also ich kann, eine Sache kann ich sagen, Dreddys, ich kenne den Mo, Bruder. Ich kenne den Mo sehr lange, Dreddys. Also wirklich, vielleicht 20 Jahre kenne ich ihn. Und der Bruder, alle Walle, er ist ein Shaitan. Ich sag euch, wie es ist. Er ist ein Shaitan, Bruder. Auf mich, dass ihr mich zum Meme gemacht habt mit einer Flasche und so. Scheiß mal da drauf. Achtet mal gucken, mal, ob er antwortet. Bruder. Wie meinst du, Shaitan? Bruder, der Mo war immer derjenige, der Scheiße gebaut hat. So, er war mit uns unterwegs, früher auch immer als Kind und so. Und er hatte immer, Bruder, er war jemand, man sieht ihn so und man denkt sich, was will der 1,20 Meter Zwerg so, gell? Aber Bruder, ich schwöre, er hat immer, er war der Auslöser für jede Scheiße, Bruder. Er hat immer Scheiße gebaut. Er hat immer, wie soll ich euch erklären, Bruder? So halt. Also ich würde privat, ich würde es ihm zutrauen. 100%. 100%. Ich würde es ihm zutrauen. Ich sag jetzt nicht, dass das real oder fake ist, gell? Aber ich würde es ihm zutrauen. 100 Millionen %. Dreddys, soll ich euch mal ein, zwei Geschichten auspacken? Ich schwöre auf alles, ihr denkt, das ist gelogen. Der Mumunius ist bekannt geworden, der war Star. Okay, Millionen, Facebook, dies, das. Der ruft mich an, er sagt, Sammy, Bruder, ich wurde eingeladen von so einer Shisha-Bar, ich soll so ein Video machen für die und posten, ich krieg 500 Euro dafür. Ich sag, okay, Bruder, Baba, er sagt, kommst du mit, ich gebe dir 200 geschenkt. Ich denke mir, ich war Penner, Bruder, das war irgendwann früher als Kind. Ich sag, ja, normal, Bruder, ich komm mit. Wir steigen ein in Bahn, Bruder, wir fahren. Nach Mainz war das. Steigen wir vom Bahn aus, gell? Guck mal, wallah, Dreys, ihr denkt jetzt Film, aber es ist so. Steigen wir vom Bahn aus. Sind da so 5 Kurden in Rüsselsheim. Rüsselsheim. 5 Kurden in Rüsselsheim. Ältere, große, stabile. Wir waren 16, 17. Das waren so 3-jährige Männer. Ich denke mir, Amnestikim, alle, was ist das Ding? Die sagen, ja, komm mal, lauf mit und so. Wir gehen auf Parkplatz. Der redet so mit Mo, ja, wie stellst du dir dieses Video vor und so, gell? Auf einmal packt er einfach ein Ding aus, Dreddys. Er packt einfach ein Ding aus. Der sagt, einsteigen zu uns. Wallah, er packt ein Ding aus, ein Ding. Der sagt zu uns, einsteigen. Ich guck Mo an, Bruder. Sag, du Hurensohn, was hast du gemacht? Bruder, wir steigen in dieses Auto ein, Bruder. Ja, ihr könnt euch doch schon vorstellen. So ein Super Soaker packt er aus. Steigen diese Auto ein, Bruder? Bringen die uns in so eine Shisha-Bar nach Mainz?
So ein Peng, Peng. Bring dir uns da Shisha-Bar nach Mainz. Und ich sag, Mo, was hast du gemacht? Der sagt, Bruder, ich hab die letztes Mal gerippt. Ich war bei denen hier, ich hab Video aufgenommen. Ich hab's niemals gepostet, ich hab diese 500 Euro geklaut. Ich sag, du dummer Idiot, Walla, warum sagst du mir nicht das vorher? Dass du mich in so ein Probleme reinbringst, gell? Der sagt, warte, ich klär das schon und so. Der redet mit denen, der sagt, ey, das tut mir leid und so, dies, das. Mein altes Management hat Stress gemacht und so, dies, das, bla. Die wollten mir das Geld nicht geben, ich wollte es da nicht posten. Danach, diese Kurden, die da waren, gell, die waren korrekt, Bruder. Die sagen, kein Problem, nimm einfach ein neues Video auf und dann geh. Dann poste das jetzt einfach und geh. Und guck mal jetzt, was für einer Momo News ist. Der dreht neue Video, der sagt, hier kommt in die Shisha-Bar, beste Shisha-Bar, geile Shisha-Bar, dies, das, gell? Der nimmt's auf, alles fertig, so, der postet es. Dann diese Jungs, die waren noch so zu korrekt, die sagen, wisst ihr was, Jungs, wir wollten euch nicht erschrecken, wir sind 16, 17 Jahre alt, wir waren 30-jährige Männer. Die sagen, hier, nimm noch ein Fuvi, damit ihr nach Hause kommt, weißt du, damit wir Taxi nehmen können. Hier, nimmt noch ein Fuvi. Wir nehmen diese Fuvi, Bruder. Wir laufen raus aus dieser Shisha-Bar. Wir laufen. Der Mo guckt mich an, der sagt, Wallah, ich lösche nochmal Fuvi schnapp gemacht. Baba. Zack, der löscht nochmal diese Video. Nochmal gelöscht, Bruder, der sagt, Baba, noch ein Fuvi, ich hab den doppelt gerippt. Ich war auf meine Mutter. Wallah billah. Ich hab an nichts mehr geglaubt. Ich habe an nichts mehr geglaubt. Der hat keine Angst, Dreddys. Ich schwöre bei Allah, genau so war das, Dreddys. Genau so war das, Bruder. Der nimmt einfach nochmal diese Video raus. Er sagt, die Strafe dafür, dass sie uns bedroht haben. Ich sag, Bruder, was machst du da, Digga? Der hat schon immer einen an der Schüssel gehabt, der Mo. Wirklich, er hat einen an der Schüssel, der Bruder, wirklich. Ich verstehe das nicht. Ich habe es auch damals nicht verstanden. Ich verstehe es nicht, Bruder. Weil ich bin der Meinung, Bruder, wenn man für eine Sache bezahlt wird, man muss sie auch machen, Cousin. So, ist egal gegen wen, mit wen, dann geh diesen Deal nicht ein. So, mach die Sache. Aber auf diese jugendliche Leichtsinn, Bruder, der... Weg. Es gibt noch viele Stories, Dreddys. Es gibt viele Stories. Wir waren Ramadan abends draußen mit den ganzen Jungs, 30, 40 Leute. So im Alter von 18. Wir chillen, Bruder. Es gibt so eine Sorte, eine Gruppe von uns. Also wir sind ja alle eine Gruppe. Es gab so die einen, die sind Tarawih beten gegangen, dann sind sie wieder zurückgekommen, haben Capri-Sonne getrunken, haben draußen gechillt, Pipa gegessen, so. Und es gab die andere Truppe, die ist nicht beten gegangen, weil die nach Iftar Joens geraucht hat. Und dann gab's Momo-News. Nach Iftar, der wurde Djinn. Der hat Hörner bekommen. Passt auf, Dreddys. Wir chillen eines Abends, Bruder. Sind wir an einem Jugendhaus, chillen 30, 40 Leute. Die einen reden, die anderen kicken ein bisschen, die anderen machen so. Und was macht Mo? Mo sieht so Äpfel, das war so ein Apfelbaum da. Der sieht so Äpfel und er wartet, bis Autos vorbeifahren. Das ist auf der meistbefahrenen Straße, die es in Frankfurt gibt, die Mainzer Landstraße. Der nimmt Äpfel und haut gegen Autos. Batz, batz, batz. So. Auf einmal ein Bullenauto kommt. Der sagt, guck mal, die Bullenjungs und so. Und es gab hier Leute, die haben Joints geraucht. Die haben Paranoia. Die sagen, hey, chill, chill, chill. Die sollen nicht wissen, dass wir hier sind. Dreimal dürft ihr raten, was Mo gemacht hat, Bruder. Der nimmt sich 3, 4 Äpfel in die Hand und schmeißt die gegen den Bullenauto. Paff, paff, paff. Und überall drumrum sitzen Jungs. Der eine hat was einstecken. Der andere ist auf Bewährung. Der andere ist da. Der andere ist auf Achimodus, Bruder, der will gerade Sura lernen. Und Mo macht komplett wieder Salat bei uns. Der nimmt Äpfel und schmeißt sie gegen. Baf, baf. Wie ist es ausgeartet? Massending, Rennerei, einer hat da. Es gab an dem Abend sogar, ich will eigentlich nicht seinen Namen sagen, aber Chico, der hat eine Anzeige bekommen wegen gefährlicher Körperverletzung, weil er sich gegen einen Bullen dann gehauen hat. Weil der Chico hatte was einstecken gehabt, der ist abgehauen. Der Bull ist ihm hinterhergerannt und dann kam es zu einer Handgreiflichkeit. Und Bruder, es ist schon viel Salat wegen Mo passiert, Dreddys. Schon sehr viel Salat, Alter. Und darum, ich sag euch ehrlich, ich könnte es ihm zutrauen. Ob das jetzt real ist, weiß ich nicht. Aber ich könnte es ihm zutrauen.
Baran, Salamu alaikum wa alaikum salam. Dankeschön für den 11. Monat, mein wunderschöner Bruder. Ja. Hau noch eine raus. Die Sache, es gibt noch sehr viele, aber ich darf sie auch nicht sagen. Er hat mir auch, also es gibt einen Bereich von Stories, davon habe ich 10 Stück, aber ich darf euch die nicht sagen, weil der Bruder ja jetzt auch verheiratet ist und er hat Kind und so weiter. Und ich will ihn jetzt auch nicht komplett verbrennen, Dreddys. Aber ich kann euch sagen, ich kenne ihn so lange, dass ich habe mit ihm, also Bruder, er hat mich schon als Kind einmal gerippt. Wisst ihr das? Ach, egal. Ja. Und ich habe ihn immer habe ich ihn, wie soll ich das auf Twitch-Sprache sagen? Ich habe ihn schon 3-4 Mal, musste ich ihn die Hausordnung von Twitch einmal so. 3-4 Mal gab es schon. Der Mo hat es geliebt, mich abzufacken. Der Mo hat es geliebt, zum Beispiel, wir chillen draußen. Der geht rein nach Hause, Bruder. Der schreibt mir: Sammy, du Bastard, ich bin stärker als du. Fick dich in Einzelkampf, du kleine Fotze. So. Und immer, wenn ich ihn dann hatte. Oh, hey, Bruder, ich schütze falsch vor mein kleiner Bruder. Holla, nie wieder, Sammy, nie wieder. Immer. Das war der Mo. So. Und es gab 3-4 Mal, Bruder, wo ich ihn wirklich so in die Finger bekommen habe, ja. Und ich würde ihn gerne anrufen und fragen, ob das wirklich so passiert ist. Ich glaube, die Leute von Rohat, waren das wirklich Leute von Rohat? Ah, Motze, ihr wisst schon, was ihr macht. Und ja, das kann ich so zu Mo erzählen, Adredis. Ja, das ist so zu Mo. Aber ich habe ihm geschrieben, er antwortet gerade nicht. Ich glaube, weil er live ist. Was hat er denn gesagt? Was hat Momo News gesagt? Hat er gesagt, dass es fake ist? Oder hat er gesagt, dass es real? Was hat er denn gesagt von sich selber aus? Er hat gesagt, real? Nix? Keine Ahnung. Ja, Mo Abdallah sagt fake. Ja, es kann auch sein, Bruder, ich... Ja. Ja, so auf jeden Fall, Dreddys. Okay, dann können wir das Thema zumachen.